bei der Pickup, da sind auch ja weitaus stabilere Zinken drin, wie es früher war. Und das ist bei den Mengen, die man jetzt hat. Man muss auch mal so ein Schwatt anfassen. Oder wenn man da drüber läuft, dann merkt man ja, wie viel Masse das ist. Muss ja auch hochbewegt werden. Und dann ist der Rollenniederhalter, der den Materialfluss zum Rotor ist, der hält das ja auch unten. Das soll ja unten bleiben, also knapp geführt werden. Und da muss die Zinke stabil sein, dass das auch was durchgeht. Es gibt ja auch ja die Pressen, die haben dann eine Sicherung drin, entweder ein Scherbolz oder eine Rutschkupplung. Und wenn die permanent reingeht, dann musst du langsam fahren, obwohl der Rest von der Presse kann mehr. Also bei uns ist dann der begrenzende Punkt, dass der Rotor dann vielleicht nicht gegen an kann. Oder wenn da mal ein Dot drin ist oder ein größerer Haufen Grasansammlung, der wuppen die da eigentlich zu 99% durch.